Und willkommen zurück bei Stardew Valley, Tag 12 im Sommer. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Diese Geister. So eine missgünstigen kleinen Biester. Anna, wie geht's dir? Ich habe ein paar Anweisungen für eines meiner Lieblingsfischgerichte beigelegt. Linus. Oh, noch mehr von Linus und noch mehr Fischgerichte. Sashimi. Wir bräuchten eine Küche. Wir brauchen Geld. Wir müssen ausbauen. Oh, ich glaube, die Tomaten sind fertig. Yep. Tomate, 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 Peperoni, Peperoni, Peperoni. Melone? Nein. Schade. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. 5000 der schicken Kuh, kann es sein? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen uns dann auch einigen, wo wir ihn nur hinbauen. Ich hatte ja erst überlegt, den hier unten hinzubauen. Allerdings. Weiß ich nicht. Bin ich nicht mehr so glücklich mit der Überlegung. Langsam sprechen hilft. Der Weizen ist fertig. Ich habe es gesehen. Wir werden auch gleich, ja, Raphael, neuen Weizen kaufen können. Und was war das andere, was letztens, Radieschen, nicht? Genau, Radieschen. Anna, würdest du? Anna will nicht. Ist der noch nicht fertig? Das ist doch gelb. Gelber als gelb wird's ja nicht. Ah, wieso? Ah, jetzt. Okay. Sie war ein wenig widerwillig. Gut. Die Radieschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich denke, 10 ist eine gute Zahl für Radieschen, oder? Wahrscheinlich auch für jede andere Frucht, aber für Radieschen. Hopp, hopp, hopp. So, und ein paar Sachen zum Gleichverkaufen. Genau, und jetzt wollen wir wieder Weizen und Radieschen haben. Gut, gehen wir Weizen und Radieschen holen. Oh, ich sollte Raphael vielleicht Wasser geben. Es ist ja ein bisschen warm. Bisschen sehr warm. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Oh, ein Auftrag für uns. Morgen hat Alex Geburtstag. Was schenkt man denn Alex? Ich benötige eine Fuhre von Weizen. Alex. Können wir tatsächlich machen. Vielleicht sollte ich ihm Weizen morgen schenken. Scheinbar mag er Weizen. 2, 3, 4, 5, 6. Ein Sechserfeld war das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Radieschen. Ui, und es ist noch so viel Geld übrig. Wir könnten mal Blumen machen. Dann kann ich andere Blumen verschenken. Möglicherweise mögen sie Sommerschmuck zum Beispiel. Sommerschmuck klingt doch nett. Aber extra was anpflanzen? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo wir die hinpflanzen würden. Drei? Ich weiß nicht. Wir machen das erstmal so. Ach so, hi Pierre. Oh, hi, bist du mit der Qualität meiner Sommersaat zufrieden? Jo, wächst. Sekunde. Dass du dich davon überzeugen kannst. Oh, ich hatte gerade Weizen dabei und habe ihn verkauft. Gut, dann gehe ich halt nochmal zurück und hole den anderen Weizen. Eieiei. Da hat wieder einer mitgedacht. Ich war's nicht. Egal. Und wir müssen zum Wasser. Es wurde gesagt, dass dort ganz viel Mupfeln oder so angespült werden.
Ich finde die Zäune so schön, wo da was rüberrankt. Oder auch wie da von dem, wie es da von den Bäumen runterrankt. Lianenmäßig, so Dschungel. Finde ich hübsch. Hat was. Gut, pflanzen wir Dinge. Ich sollte vielleicht auch noch mal Dünger machen für die Zehen. Habe ich noch Dünger? Ja, habe Dünger. Geschwindwachs? Das wäre eine gute Idee für die Melonen gewesen, glaube ich. Oder für alles, was mehrfach wächst. Egal, beim nächsten Mal. Es wird ja Herbst und dann pflanzen wir neue Dinge ein. Alles gar nicht schlimm. So. Perfekt. Noch schnell drüber gießen. Ich bin auch geneigt, das bisschen Eisenerz, das wir haben, vielleicht bei Gelegenheit schon mal einzuschmelzen. Also praktisch jetzt. Noch gelegenheitlicher wird es gelegentlich nicht mehr. Nein, wir haben Sommer. Sommer. So, den Lehm können wir auch hier lassen. Und ach so, ich habe ja noch die drei Blümchen. Oh, ich hätte doch nur zwei gebraucht. Oder wir pflanzen sie. Weiß nicht, wir könnten sie hier drüben hinpflanzen. Ein Zug fährt durch Sterntautal. Huch, schnell hin. Der erste Zug im Sterntautal. Sekunde, ich komme. Ich renne. Ich tue, was ich kann. Ja, Raphael. Tschüss, Raphael. Ich gieß nachher noch deinen Napf. Ganz bestimmt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich es vergessen, aber das muss der Hund ja nicht wissen. Ui, ich habe auch schon wieder kaum Energie, aber wir sind ja eh gleich oben. Dann können wir auch ganz kurz baden. Hey, Zug! Der erste Zug im Sterntautal. Kann mir was passieren? Nö. Kann ich dich hauen? Nö. Oh, da ist was kaputt. Kriege ich da was? Kriege ich da was? Kriege ich da was? Wow, ich bin genauso schnell, ich bin sogar ein Stück schneller als der Zug. Ich bin begeistert. Das ist ein ganz schön langer Güterzug. Go, Tanadas! Ich glaube, das. Der ist ja auch süß. Bist du ein Schleim? Okay, er hat gar nichts fallen lassen. Nix ist nicht viel. Ein bisschen schade. Ich glaube, das wurde auch mal gepatcht. Ich meine, mich zu erinnern, in meinem anderen Spielstand öfter Dinge vom Zug gekriegt zu haben. Aber dann halt nicht. Heute ist ja eh unser Unglückstag. Wahrscheinlich liegt es da dran. Hey, trotzdem ein Buch gefunden. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Sonst noch Würmchen? Wenn ich schon mal hier bin? Nö. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch kurz ganz schnell mal. Und wir brauchen den Weizen für Alex noch. Wir wollen noch zum Meer, wir wollen zu Alex und wir wollen die drei Blümchen pflanzen. Dafür muss ich mich erstmal entscheiden, wo ich die hinpflanze. Und ich glaube, drei Blumen war auch ein bisschen, naja, wenig. Damit kann ich genau drei Leuten Blumen schenken. Immerhin. Doch so viel. Wir schaffen das alles noch. Wir hatten ja nicht so große Pläne. Wir müssten auch Louis Unterhose irgendwann finden. Der wird aber mehr als eine Unterhose haben. Hallo? Wie kann man überhaupt seine Unterhose irgendwo verlieren? Ich meine, ja, auf dem Weg von der Waschmaschine oder vom Waschbottich bis. Oh, die Katzen jagen sich. Bis zur Leine, Wäscheleine.
Das könnte ich verstehen. Ich muss zurück. Ich brauche den Weizen für Alex. Ja. Oder halt von der Waschmaschine bis zum Trockner. Da kann auch mal was runterfallen, aber das ist in der Regel zu Hause. Da findet man sie in der Regel auch schnell wieder, weil man früher oder später drüber stolpert. Steinchen. Da. Und ein bisschen Weizen. Na wow, ich habe ja richtig viel davon. Vielleicht hätte ich meinen Weizen nicht verkaufen sollen. Ich packe jetzt noch zwei Blümchen hier hin. Warum denn nicht? Dann habe ich noch eine Blume über. Die kriege ich aber. Na gut, symmetrisch ist hier eh nichts mehr. Was machen wir denn jetzt mit der einen Blume? Nachpflanzen, wenn die anderen durch sind, glaube ich. Und ich wollte Eisen vorbereiten. 16 Stück habe ich. Eine Kohle brauche ich. Ah, Raphael, ich hab dir doch gesagt, ich komme noch. Da. Lass dir schmecken, Großer. Vielleicht lassen wir das mit den Remnant-Namen auch sein. Ich weiß nicht. Könnte auch so ein thematisches Thema, ja genau, Namensthema für die Tiere suchen. Vielleicht nicht unbedingt Essbares. Apropos Essen. Das Essen vom Julia-Markt ist vielleicht nicht das gesündeste für meine Familie, aber bei solch niedrigen Preisen wäre es verrückt, woanders einzukaufen. Ja, kauft doch Rattengift, das ist bestimmt auch nicht so teuer. Also es. Beim Essen, finde ich, sollte man nicht sparen. Achso, ich wollte zu Alex. Alex, bist du da? Verdammt, der ist beschäftigt. Oh! Ich muss mal kurz nachgucken. Alex? Zwei Herzen und ich darf schon rein. Wow. Okay. Wow, Emily. Also wir verstehen uns besser mit den Leuten, als es den Anschein hat. Na gut, aber auch nicht mit allen. Okay, cool. Ja, Alex. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Ah, jetzt gerade nicht. Ah, jetzt gerade nicht. Aber den Weizen hat er gerne genommen. Und ein wenig Geld für uns. Hi George. Na, George? Dir gehört jetzt also der Hof, was? Na, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ja, ist es. George verbringt den ganzen Tag vor diesem verdammten Fernseher. Ich wünschte, er würde mehr nach draußen gehen. Ein wenig frische Luft würde ihm gut tun. Jedem das, was er am liebsten mag. George hat bestimmt Gründe, warum er nicht raus will. Und das muss noch nicht mal Faulheit sein. Ich kann mir echt vorstellen, wenn man im Rollstuhl sitzt, dass das Bedürfnis, draußen unterwegs zu sein, nicht mehr so hoch ist. Was war das denn? Also ich kenne es von mir, wenn ich krank bin. Kommt halt drauf an, inwiefern krank. Habe ich manchmal nicht das dringende Bedürfnis, draußen rumzuspazieren. Insbesondere, oh, noch ein getrockneter Seestern. Insbesondere, wenn es die Beine betrifft, wenn die Gelenke wehtun. Oder, weiß ich nicht, eingewachsener Nagel, eine Blase gelaufen. Gibt ja tausend Gründe, warum man plötzlich mit dem Fuß nicht mehr so gut kann. Da ist es nicht so lustig, draußen rumzurennen. Ich stelle mir das auch psychisch sehr schwierig vor, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, was George früher mal gemacht hat, aber vielleicht war er sogar Sportler.
weiß ich nicht, hat andere Dinge gerne draußen gemacht, die er jetzt eben nicht mehr machen kann. Dann ist das möglicherweise sehr anstrengend für ihn, daran erinnert zu werden, wenn er draußen ist, dass er dieses und jenes mal konnte und nicht mehr kann. Oder es ist halt George Lieblingssendung. Hatte ich als Kind auch. Also nicht eine, sondern viele Lieblingssendungen. Dann kommt man auch manchmal nicht raus. Aber jede Serie wird früher oder später eingestellt. Und die Interessen verändern sich. Ich für meinen Teil habe auch gar nicht mehr das große Interesse, so viel fernzusehen. Das hat stark abgenommen. Ich spiele lieber. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob es besser ist, aber... Mei. Im Leben gibt's kein richtig oder falsch. Letzten Endes ist immer alles Auslegungssache. Und eine Frage der Motivation, der Gründe. Wie gesagt, George wird schon wissen, warum er lieber drin ist. Und wenn er soweit ist, wird er hoffentlich auch rauskommen. Dann wird irgendwas... Oh, Kohle fehlt. Wird irgendwas ihn dran erinnern. Möglicherweise Evelyn. Vielleicht gibt es mal irgendwann ganz böse Krach. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Aber das ist denn im Idealfall die Sache eines Vertrauten und nicht eines Fremden, der den ganzen Tag mit Eisen in der Tasche durch die Gegend wuselt. Du nicht. Aber du. So, und dann haben wir noch die Edelwicke. Sekunde, da ist sie. Und der zweite Seestern. Wobei, ich brauche eigentlich... Eigentlich brauche ich nur einen. Gib mal her. Wenn wir das nächste Mal zu Clint gehen, könnten wir dran denken, die Artefakte mitzunehmen. Da, bitteschön. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles geschafft, was wir schaffen wollten. Sehr schön. Raphael schläft schon. Wir gehen jetzt auch schlafen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Stardew Valley. Bis dahin. Bye bye.